Hallo, ich grüße erstmal alle, die diesen Vlog sehen und auch wieder jetzt diesmal insbesondere Bastian, auf dessen Vlog ich mich jetzt beziehe und zwar auf den Vlog 2012 Ursachenblindheit vom Entwicklungszustand einer pubertierenden Gesellschaft. Ja. Ich hoffe, das konnte man lesen. Gibt natürlich sowieso einen Link unten in meinem Video. Und ich würde auch empfehlen, sich das Video von Basti zuerst anzuschauen, bevor man diesen Vlog weiter schaut, weil es quasi eine Ergänzung, Erweiterung, Anmerkung, eine leichte Kritik auch am Ende ist, die sich auf Bastians Vlog bezieht. In dem Vlog geht es ja darum, zum großen Teil, dass wir selber, wenn wir diese Welt verändern wollen zum Positiven, wenn wir eine Welt mit weniger Armut, weniger Hunger, weniger Tierquälerei wollen, dass das nur dann geht, wenn wir auch an uns selbst arbeiten und uns selber auch ändern. Dass wir halt nicht sagen können, da muss irgendein Politiker kommen oder es muss nur irgendeine andere Politik gemacht werden und dann wird schon alles gut. Oder was man halt sehr oft im Internet findet, so was dann oft auch so Verschwörungstheorie genannt sind, dass es dann bestimmte Gruppen gibt, die meinen, das Böse in der Welt ist irgendwie manifestiert in einer bestimmten Gruppe. Sei es jetzt der CIA oder Illuminaten oder im schlimmsten Fall jüdische Weltverschwörung, die diese Planeten im Griff hat und die mit dieser Theorie quasi alles nur darauf richten, eine Polarität aufzubauen, damit man sich gegen das Böse wenden kann. Und man macht es sich insofern einfach, man muss gar nicht an sich selber arbeiten, sondern man muss nur ja, irgendwie diese böse Gruppe, diese Clique besiegen. Das wäre dann theoretisch sogar per Untergrund irgendwie militärisch oder sonst was möglich. Und wenn man die ausgeschaltet hätte, dann hätte man das Problem gelöst. So einfach ist es halt nicht. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich sehr viel zusammen mit Destiny mache. Weil gerade Destiny halt sagt, Leute, so funktioniert es nicht. Es gibt nicht die Bösen, die wir in irgendeiner Weise besiegen müssen und dann wird die Welt wieder gut. Es gibt nicht diese eine Verschwörung. Es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass es keine Verschwörung gibt. Ich glaube, das ist sogar noch viel, viel schlimmer. Es gibt nicht eine Verschwörung. Es gibt wahrscheinlich Tausende oder von Millionen Verschwörungen. Überall, ständig auf der Welt, verschwören sich Konzernbosse, Menschen aus dem Militär, aus der Politik miteinander, um Dinge durchzusetzen, bestimmte Lobbyinteressen durchzusetzen, die sich gegen die Interessen der Menschheit wenden. Das wird auch auf höchster Ebene geschehen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Und der CIA oder überhaupt die amerikanische Politik ist zum Beispiel etwas, mit dem ich mich sicherlich nie werde anfreunden können, so wie sie momentan funktioniert. Aber die Energie nur darauf zu setzen, sozusagen das Böse zu finden, das ist kein ganzheitliches Denken. Und dieses ganzheitliche Denken wird zum Beispiel bei Destiny sehr stark praktiziert,
indem halt dort halt die Entwicklung des Menschen verknüpft wird mit der Entwicklung des Menschheit und des Systems, indem man alles Leben in Betracht zieht. Das wollte ich eigentlich nur nochmal bekräftigen, diesen Aspekt von Bastian. Nutzt euren eigenen Verstand, lasst euch nichts einreden, was ihr nicht glaubt. Und lasst euch nicht von Gruppen beeinflussen, die im Prinzip da nur mit sich selber sprechen und überhaupt gar keine Ankopplung an die wirkliche Realität mehr haben. Und da kommt jetzt auch ein klein bisschen Kritik an dem Vlog von Bastian, dessen Analyse ich bis zur letzten Minute großartig fand, wo auch gesagt hat, dass man ständig wieder selber überprüfen muss, ist das, was ich von den Medien aufnehme, richtig? Macht das Sinn? Was halt nicht heißen muss, dass man grundsätzlich sagen muss, alles, was ich von den sogenannten Medien aufnehme, ist alles irgendwie beeinflusst oder so. Aber jetzt halt zu der kleinen Kritik an Bastians Vlog, fand ich am Ende dieses Destiny hätte die Lösung und man müsste sich denn nur anschließen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch, weil es das Ende des Vlogs war, ist es vielleicht deswegen so gekommen, na und, dass er das etwas verkürzt dargestellt hat. Aber ich finde auch, hier muss man ständig seinen Verstand benutzen und auch immer wieder gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Weil ich habe auch manchmal bei Destiny Probleme mit der Art, wie diese Gruppe organisiert ist, dieses Zentralistische. Und manchmal lässt sie auch eine gewisse Offenheit vermissen, sich breiteren Diskussionsbündnissen zu öffnen, sondern dass man immer wieder selber sich in eigenen Kreis dreht, sich selber bestätigt. Und ich denke, wenn wir wirklich eine Veränderung der Welt herbeiführen wollen, müssen wir zum einen, wie es Destiny auch zum großen Teil predigt, an uns selber arbeiten, ehrlich zu uns selber sein, auch die Selbstvergebung, die bei Destiny angewendet wird, finde ich, ist da ein wichtiges Werkzeug. Aber andererseits kann ich nicht dafür garantieren, was diese Gruppe in 2-3 Jahren macht. Gerade dadurch, dass sie so zentralistisch organisiert ist, besteht für mich da eine gewisse Gefahr. Also immer die Augen offen halten, versuchen möglichst breit seine Informationen zu gewinnen und auch immer wieder auf die Seiten der Kritiker einer bestimmten Richtung schauen. Das war es eigentlich, was ich jetzt mit diesem Vlog mitteilen wollte. Bin mal dafür extra nach draußen gegangen, um auch das schöne Wetter mal zu genießen und das nicht immer nur vom Computer zu machen. Euch wünsche ich ansonsten noch einen schönen Tag.